Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, unseren Blick auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Schön, dass Sie uns auch heute wieder begleiten. Wir haben interessante Themen für Sie vorbereitet. In München läuft der Prozess gegen den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Er hat bislang alle Vorwürfe gegen ihn abgestritten und zurückgewiesen, obwohl ein Kronzeuge ihn ja schwer belastet hat. Wir wollen mal eine Zwischenbilanz ziehen, wie es um dieses Verfahren im Moment steht. Außerdem schauen wir auf die Ukraine und die Energiewende. Morgen vor einem Jahr jährt sich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir wollen der Frage nachgehen, ob der möglicherweise die Energiewende in Deutschland deutlich beschleunigt hat. Aber zum Anfang wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das viele Menschen in der Bundesrepublik immer mehr belastet und ihnen große Sorgen macht, weil es immer mehr Löcher in die Haushaltskasse reißt. Das ist die doch sehr hartnäckige Inflation. Gestern hat das Statistische Bundesamt die endgültigen Werte für Januar bekannt gegeben und die Inflation ist entgegen vieler Erwartungen doch wieder gestiegen auf eine Inflationsrate von 8,7%. Das ist ziemlich hoch, wenn wir uns einmal den Vergleich anschauen in den letzten Monaten. Vor etwa einem Jahr lag die Inflationsrate nur etwa halb so hoch. Im Januar zum Beispiel des letzten Jahres bei 4,2%. Dann schnellte sie natürlich im Zuge des Krieges gegen die Ukraine deutlich nach oben, weil die Energie sich deutlich verteuert hat, auf rund 7% im Mai. Dann im Sommer hatte sie einen Höhepunkt von 8,8% im Spätsommer und Frühherbst mit 8,8%, rutschte dann wieder etwas ab, aber liegt jetzt eben doch wieder bei 8,7%. Also die Inflation, sie scheint sich hartnäckig zu halten. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Jörg Zeuner. Er ist der Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Union Investment. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sehen es. Die Entwicklung ist doch recht dramatisch. Die Inflation scheint ziemlich hartnäckig zu sein. Wie gravierend ist das Problem? Wie stark hat sich die Inflation festgesetzt? Ja, hartnäckig ist das der richtige Begriff. In der Grafik konnte man das ja schön sehen. Die Erwartung war, dass es im Januar schon mit der Inflationsrate nach unten geht, in den ersten paar Monaten dieses Jahres auf jeden Fall. Das hat sich jetzt noch nicht bestätigt. Da sind ein paar Sondereffekte drin. Wir haben ja viele Preise reguliert, gerade im Energiebereich Zuschüsse gezahlt. Das hat einige Veränderungen gegeben in den Kalkulationen. Insofern ist die Januarzahl vielleicht ein bisschen hoch, aber wir sind halt immer noch auf dem Plateau oben und es wird nur langsam nach unten gehen. Sie haben schon ein paar Gründe jetzt angerissen. Was sind denn die Haupttreiber der Inflation weiterhin? Das hat sich über die Zeit verschoben. Begonnen hat das ja, wenn wir an den Beginn der Inflationsphase schauen, mit den Verwerfungen in den Lieferketten, also Stichwort Corona. Wir haben dann natürlich die Energieprobleme bekommen im Folge des Ukraine-Krieges, der dann jetzt ein Jahr schon im Gange ist. Und die Lebensmittelpreise sind so die dritte große Komponente, die die Inflationsrate nach oben getrieben hat. Das verlagert sich oder hat sich verlagert immer stärker in Richtung Dienstleistungen. Das hat dann mehr mit der Konjunktur und dem Arbeitsmarkt zu tun. Stichwort Fachkräftesituation in Deutschland. Die Nahrungsmittelpreise, die wollen wir uns mal etwas näher anschauen, weil sie natürlich die Menschen ganz besonders betrifft, insbesondere dann, wenn sie in den Supermarkt gehen. Da schauen wir mal, wie da die Entwicklung im Januar war. Da sieht man ein kräftiges Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat von 20% für alle Nahrungsmittel. Besonders stark sind Molkereiprodukte und Eier gestiegen, nämlich rund um 36%, aber auch Speiseöle um etwa 34%. Brot legte um rund 23% zu. Und in vielen anderen Bereichen merkt man das ja auch immer, wenn man durch die Supermärkte geht und den Einkaufswagen voll macht und dann doch deutlich mehr an der Kasse bezahlen muss. Herr Dr. Zeuner, muss man sagen, wenn doch jetzt die Inflationsrate mehr als viermal so hoch ist, wie sie eigentlich sein soll, nämlich eigentlich nur 2%, macht die EZB eigentlich genug, um diesem Problem Herr zu werden? Wir hatten oder haben oder hatten durch die Kriegssituation in Europa eine hohe Unsicherheit darüber, wie die Wirtschaft laufen würde. Deswegen war die EZB zu Beginn sehr viel verhaltener. Sie erinnern sich vielleicht, dass die amerikanische Notenbank Federal Reserve sehr viel stärker und sehr viel härter auch rhetorisch in den Kampf gegen die Inflation eingetreten ist. Da war hier die Unsicherheit höher. Das würde ich der EZB zugutehalten. Aber das Ergebnis ist eben auch, dass wir langsam die Zinsen nur angehoben haben, dass dort weniger zu Beginn passiert ist. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die EZB sich voll auf die Inflation konzentriert. Konjunkturell sieht es nicht so schlecht aus, wie von den meisten befürchtet. Und deshalb kann sich die EZB jetzt auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren. Und das wird sie auch noch weiter tun müssen.
Die EZB schaut ja auch sehr stark auf die sogenannte Kerninflation. Da rechnet man also Lebensmittel und Energie raus und hat dann eine Rate, die die EZB viel besser beeinflussen kann. Die ist auch weiterhin sehr hoch. Nochmal die Frage, müsste die EZB nicht doch noch stärker die Zinsen anheben als bislang? Das wird sie tun, das hat sie für März ja auch schon angekündigt. Die Kernrate in der Tat ist auch natürlich mit knapp 6% viel zu hoch. Die gute Nachricht ist, dass es auf der Energie- und Lebensmittelseite wahrscheinlich nicht weiterläuft, aber eben die Folgewirkungen und vor allen Dingen eben der Teil, der aus dem Dienstleistungssektor kommt, wo die Arbeitskräfte fehlen, wo der Arbeitsmarkt angespannt ist, also ein Stück weit auch die Lohnentwicklung, wird die Preise in der Kerninflation noch eine ganze Zeit lang treiben. Aber die gute Nachricht insgesamt zum Jahresende dürfte es sich beruhigen. Das hat man ja zu Beginn auch in dem Chart schön gesehen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir weit über die 9% noch steigen werden. Hm. Nur ist es ja so, dass die Gewerkschaften im Moment ja sehr mobil machen. Sie möchten einen Inflationsausgleich in vielen Branchen. Teilweise sind die Forderungen deutlich auch über der Inflationsrate. Es gab immer so ein bisschen die Sorge, dass da möglicherweise eine sogenannte Lohnpreisspirale in die Gänge kommt. Sieht man dafür Anzeichen? Forderungen und Tarifabschlüsse sind ja zwei Dinge. Insofern ist es zunächst mal richtig, dass die Forderungen gestellt werden. Es ist genauso richtig, dass die Nominallöhne nachziehen. Wenn wir solche hohen Inflationsraten haben, dann ist es für die Konjunktur, für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wichtig, dass die Realeinkommen auch stabilisiert werden. Es gibt ja keinen Grund. Real hat sich ja nur zum Teil etwas verändert oder jedenfalls nicht aufgrund der Kriegssituation, sondern da sind andere strukturelle, Stichwort Energiewende, andere strukturelle Faktoren wichtig. Also ja, die Löhne müssen nachziehen. Ich sehe im Moment noch nicht, dass die Abschlüsse so hoch ausfallen, dass sie vor die Inflation kommen. Wenn das der Fall ist, müssten wir uns über eine Lohnpreisspirale Gedanken machen. Das ist aber nur in einzelnen Sektoren zu sehen. In der Summe für die Gesamtvolkswirtschaft sehe ich das noch nicht. Auch wenn über die nächsten zwei Jahre die Löhne überdurchschnittlich steigen, solange sich das in den Größenordnungen bewegt, die wir im Moment sehen, habe ich da noch keine Ängste, dass sich das weiter in eine beschleunigte Inflation dann ausartet. Sie haben schon angedeutet, die EZB hat angekündigt, dass im März die Zinsen noch mal um 0,5% steigen werden. Womit rechnen Sie denn generell in diesem Jahr? Wohin geht die Reise da? Es werden mindestens noch mal ein Zinsschritt dazukommen im Frühjahr. Die nächste Sitzung ist dann im Mai. Bis dahin haben wir erste Inflationszahlen. Meine Prognose ist, dass wir im zweiten Quartal fallende Inflationsraten sehen werden. Und dann wird auch die EZB ihren Zinspfad oder ihre Zinspolitik zumindest nicht mehr beschleunigen müssen und vielleicht sogar auch dann im Mai anhalten können. Es gibt ja in der Tat eben nur diese Zielvorgabe von 2%, die die EZB eigentlich erreichen möchte. Da ist eben jetzt weit entfernt von. Gehen Sie davon aus, dass man in diesem Jahr oder im nächsten Jahr wieder nah an das Ziel rankommt? Für dieses Jahr gehe ich nicht davon aus. Ich bin schon sehr froh und zufrieden, wenn wir Ende des Jahres uns unter der 4 bewegen. Das heißt, die Diskussion um die Geldpolitik wird sich auch fortsetzen und die EZB muss hier nach vorne hin auch auf der Hut sein. Aber der Trend geht eindeutig nach unten und 2023 könnte die Inflation weiterfallen. Wir haben aber strukturelle Veränderungen, die dazu führen, dass Lieferketten umgebaut werden, dass wir unsere Volkswirtschaft modernisieren. Und die werden dazu führen, dass wir auch in bestimmten Segmenten weiter Druck, Preisdruck haben, etwa bei den Rohstoffen, auch aufgrund der gesamtweltwirtschaftlichen und weltpolitischen Lage, Stichwort USA, China. Und dieser Preisdruck, der wird uns erhalten bleiben. Also wir werden auf der Hut sein müssen, ob wir die 2% im nächsten Jahr sehen. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Sie haben schon angedeutet, die Inflation ist ja weltweit ein Problem. Überall ist sie sehr hoch, rund um den Globus und recht hartnäckig. Trotzdem hat man ja an den Finanzmärkten teilweise gehofft, dass der Zinszyklus, also der steigende Zinszyklus, möglicherweise zum Ende des Jahres schon wieder zu Ende sein könnte. Ist das Wunschdenken? Da ist ja Realismus an den Märkten eingekehrt. Die Zinssenkungen werden jetzt einer nach der anderen ausgepreist. Zwar in der Tat so, dass die Märkte erwartet hatten, dass es dieses Jahr schon Zinssenkungen gibt. Die Inflationszahlen sprechen dagegen. Der gute Verlauf der Konjunktur, sprich keine oder wenn dann nur eine sehr schwache Rezession in Deutschland und der Eurozone, sprechen auch dagegen. Und deshalb werden wir hier weiter mit der Inflation umgehen müssen. Das heißt, die guten Zeiten eigentlich mit niedriger Inflation für die Verbraucherinnen und Verbraucher und teilweise hatten wir sogar Phasen, wo wir von einer Deflation gesprochen haben, wo also die Preise sogar etwas rückläufig waren. Also die sind erst einmal vorbei, oder?
Die sind erst einmal vorbei. 2% ist das Ziel. Wir können froh sein, wenn wir es erreichen. Die Finanzmärkte realisieren das auch und preisen das auch nicht mehr ein, dass die Zinsen in diesem Jahr fallen. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Entwicklung. Das sagt Dr. Jörg Zeuner. Er ist der Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Union Investment. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Danke Ihnen. Ich habe schon gesagt, morgen jährt sich der erste Jahrestag des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Dieser Krieg hat sehr, sehr viel menschliches Leid mit sich gebracht und tut es auch weiterhin. Es gibt sehr viel Blutzoll, insbesondere auf ukrainischer Seite. Und viele Menschen sind immer noch verzweifelt und machen sich große Sorgen. Aber dieser Krieg hat eben auch sehr viele wirtschaftliche Folgen mit sich gebracht. Ja, seit Wochen berichten wir ja regelmäßig darüber. Und er hat vor allen Dingen hier natürlich die Frage aufgeworfen, inwieweit unsere Energieversorgung gesichert ist, wie stark wir bedroht sind und ob eben möglicherweise die Energieversorgung gar zusammenbricht. Das ist zum Glück bislang nicht gefallen, auch deshalb nicht, weil es viele Maßnahmen gegeben hat, die dagegen gesteuert haben. Trotzdem muss man mal der Frage nachgehen, inwieweit diese Entwicklung möglicherweise eben natürlich auch als ungewollter Effekt von Wladimir Putin mit dazu geführt hat, dass unsere Energiewende, die wir seit Jahren anstreben, einen kräftigen Schub bekommen haben. Das möchte ich jetzt besprechen mit Nicolas Liefen aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Einen schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, Herr Liefen, ist es so, dass die Energiewende tatsächlich durch diesen Angriffskrieg gegen Russland tatsächlich beschleunigt worden ist? Also zum Teil auf jeden Fall. Wir spüren das ja auch bei den privaten Haushalten. Wenn Sie sich die neuesten Daten anschauen, gerade bei den PV, bei den Solaranlagen, gab es einen Plus bei der Leistung um 25% im vergangenen Jahr. Das wäre sicherlich noch mehr gewesen, aber wir wissen alle, es gab Lieferschwierigkeiten. Es gibt auch Schwierigkeiten, Handwerkerinnen und Handwerker zu bekommen. Schauen Sie sich mal die Heizanlagen an. Dann haben wir auch eine Nachfrage, wie seit 30 Jahren nicht mehr gehabt. Ungefähr 1 Million neue Heizanlagen sind verbaut worden. Prozentual ging es natürlich bei den Wärmepumpen kräftig nach oben um ungefähr 50%. Es sind aber auch viele Ölheizungen noch mal verbaut worden, Gasheizungen auch verbaut worden. Das liegt einfach daran, dass die zum Teil einfach lieferbar waren, dass sie auch günstiger sind in der Regel als Wärmepumpen. Sie können sie auch ein bisschen besser in die alte Anlage integrieren. Wenn Sie vorher eine Gasanlage hatten, dann klappt es jetzt natürlich auch ein bisschen besser. Und die Preise sind ja auch zurückgekommen, was das Gas angeht. Nichtsdestotrotz, also im Privaten kann man sagen, ist die Energiewende schon forciert worden. Wenn wir jetzt den Fokus mal ein bisschen weiten, wie steht es denn insgesamt um die Energiewende? Also insgesamt kann man sagen, dass der Anteil an erneuerbaren Energien gerade beim Strom gestiegen ist im vergangenen Jahr, also von 43% auf 48%. Da ging es nochmal ordentlich nach oben. Wenn wir uns den Bereich Wärme angucken, der hinkt ja seit jeher ordentlich hinterher, wenn man das mal anschaut, also über Privathaushalte hinweg, also auch Unternehmen, Industrie, Gewerbe und so weiter, dann liegt der Anteil im Augenblick bei 17%. Da ging es nur um 1 Prozentpunkt nach oben. Warum ist das so? Weil eben da sehr, sehr vieles an der Windkraft hängt und die lahmt, anders kann man es ja gar nicht sagen. Vor 5 Jahren gab es ungefähr 1300 Anlagen, die installiert wurden. Dann ging das runter auf 230 Anlagen pro Jahr. Und im vergangenen Jahr hatten wir ungefähr 300 Anlagen, die installiert wurden. Das ist ein bisschen besser natürlich als im Vorjahr, aber das ist weit hinter dem, was wir eigentlich bräuchten für die Energiewende. Weit auch hinter dem zurück, um die Ziele der Regierung zu erreichen, nämlich 80% des Stroms über Erneuerbare abzudecken bis zum Jahre 2030. Nun hofft man natürlich erstmal auf dieses Jahr, auf 2023. Ja, und das zu Recht? Ist diese Hoffnung berechtigt? Ach, wissen Sie, das Bundeswirtschaftsministerium spricht ja von einer neuen Dynamik, die wir haben sollen. Dieses Wind-an-Land-Gesetz soll ja dafür sorgen, dass die Bürokratie abgebaut wird, dass mehr Geld fließt, also mehr Förderung fließt, dass die Länder mehr Fläche zur Verfügung stellen. Wenn man allerdings so ein bisschen in die Branche reinhört, dann sind die Zweifel doch relativ groß, weil es gerade bei der Bürokratie in die ganz andere Richtung ging in den vergangenen Jahren. Ich habe mich mit jemandem unterhalten von den Stadtwerken, der mir gesagt hat, ja, vor ein paar Jahren hat er noch einen Katalog mit Rechtsvorschriften vorliegen gehabt, der umfasste 200 Seiten. In der Zwischenzeit sind es 1200 Seiten. Also versechsfacht hat sich dieses Werk und das dreht man halt nicht so schnell zurück. Was so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass viele Projekte geplant sind. Man muss allerdings dazu sagen, so ehrlich muss man sein, das wird dauern, bis die umgesetzt sind. Nun müssen die Kommunen ja auch mehr Flächen ausweisen für die Energiewende. Kann das ein entscheidender Faktor sein?
Ach, das kann natürlich schon auch ein wichtiger Faktor sein. Man hat ja da vor allen Dingen die südlichen Länder, die südlichen Bundesländer im Blick. Wenn Sie sich anschauen, Niedersachsen hat im vergangenen Jahr Flächen zur Verfügung gestellt für 350 Megawatt. Bayern für 25, also da ist sicherlich noch Luft nach oben. Wobei, wenn man sich das genau ansieht, dann sieht man eben auch, dass die Fristen relativ lang sind. Also wir sprechen hier von so plus, minus 5 Jahren. Und das Problem sind ja immer nicht nur die Flächen, sondern auch das Personal. Das muss ja auch da sein. Das sehen wir übrigens auch bei diesen Flächen-Solarparks. Sieht man manchmal in Autobahnen oder auch innerhalb der Kommunen. Auch da gibt es Probleme, was die Flächen angeht. Es gibt Probleme, was die Genehmigungen angeht, das Personal angeht. Und deswegen haben wir auch die eine oder andere Gemeinde, die ein solches Projekt in der Zwischenzeit auf Eis gelegt hat. Also da hört man auch sehr viel Skepsis in Ihren Worten. Wenn Sie mal ein Fazit ziehen, wie ist so Ihre Zwischenbilanz? Wo stehen wir mit der Energiewende im Moment? Also wir haben schon ein bisschen mehr aufs Pedal gedrückt, das ist überhaupt keine Frage, aber den Turbo haben wir halt noch nicht an. Also Bürokratie ist ein Thema, habe ich eben gesagt. Fläche ist auch ein Thema. Wir müssen auch dazu kommen, natürlich diese erneuerbaren Energien speichern zu können. Und über das Netz haben wir auch noch nicht gesprochen, um ehrlich zu sein. Aber es hat sich was getan. Es ist Bewegung in der Branche, vor allen Dingen auch nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Aber man muss ganz klipp und klar sagen, vieles davon wird auch noch sehr, sehr lange dauern. Das sagt Nicolas Liefen aus der Wirtschaftsredaktion von NDR Info mit Einschätzungen zum Stand der Energiewende. Vielen Dank für diese Einschätzung. Danke, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Im Dezember, meine Damen und Herren, hat der Prozess gegen Markus Braun begonnen. Er war der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Skandalunternehmens Wirecard. Wir erinnern uns, ein Finanzdienstleister, der hier an der Börse immer als der ganz große Börsenliebling gefeiert worden ist. Ja, bis dann im Jahre 2020 klar wurde, dass das Ganze wohl eher auf einem Luftschloss fußt. Monatelang hatten insbesondere die Financial Times, aber auch andere Medien gewarnt und immer wieder neue Informationen hervorgebracht, dass mit dem Unternehmen was nicht stimmt, was das Unternehmen aber immer wieder zurückgewiesen hat. Doch dann, im Jahr 2020, konnte man das Ganze nicht mehr verschleiern. Es fehlten 1,9 Milliarden Euro in den Büchern. Eine Woche später war das Unternehmen pleite. Und das bedeutete für die Anleger einen Verlust von rund 20 Milliarden Euro, auf dem sie bis heute sitzen. Wie gesagt, Markus Braun, der 54-Jährige, steht vor Gericht. Sie sehen hier Bilder von der Eröffnung des Prozesses in München. Er ist immer sehr adrett gekleidet. Er redet immer sehr überlegt und erzählt, wie er diese ganze Geschichte sieht. Ihm wird vorgeworfen, wie übrigens auch anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, die Bilanzfälschung, Untreue, Marktmanipulation und Bandenbetrug. Aber bislang hat Markus Braun alle Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Und er geriert sich ein bisschen wie ein Unschuldslamm, wenn man einmal die Presse, die darüber berichtet, zusammenfassen will. Ja, ich begrüße ganz herzlich in München Markus Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Er ist selber Rechtsanwalt und beobachtet diesen Prozess sehr genau. Einen schönen guten Morgen, Herr Dr. Liebscher. Guten Morgen, grüße Sie. Ja, vielleicht können wir erstmal mit einem Eindruck beginnen. Ich habe schon gesagt, Markus Braun hat bislang alle Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, zurückgewiesen. Wie glaubwürdig ist er in seiner Argumentation? Unterm Strich ist er nicht glaubwürdig. Der Kern seiner Argumentation geht ja dahin, dass dieses Drittpartnergeschäft, TPA-Geschäft auch genannt, welches 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten hinterlassen haben soll, dass es dieses gegeben habe, damit auch die 1,9 Milliarden Euro gegeben habe und dass eine Bande um Herrn Marschalek und Herrn Bellenhaus, das ist der Kronzeuge gegen ihn, dass diese Bande ohne seine Kenntnis und sein Wissen diese 1,9 Milliarden aus dem Konzern geschleust habe. Das ist der Kern, was er sagt. Also er sagt, das, was mir als Bilanzmanipulation vorgeworfen wurde, stimmt nicht, sondern das Geschäft war da, nur die anderen haben das Geld daraus geklaut. Und da gibt es ganz viele Fragezeichen, ob diese Geschichte wirklich stimmen kann. Oliver Bellenhaus, das war ja sozusagen der Statthalter in Dubai von Wirecard. Der hat ja Markus Braun sehr schnell und sehr heftig insgesamt belastet. Der sitzt ebenfalls mit im Gericht. Aber Braun scheint das alles überhaupt nicht zu stören, oder?
Braun hat weiterhin seine Fassade. Er spielt weiterhin die Rolle mit dem Rollkragenpulli, mit dem Sakko. Er benutzt auch weiterhin die Sprache, die er früher auch immer hatte, bedeutungslose Worthülsen aneinandergereiht zu unverständlichen Wortgirlanden. Auch der Richter musste Markus Braun einmal sagen, jetzt haben Sie 15 Minuten gesprochen, aber nichts gesagt. Das war ja auch das, was er früher gemacht hat. Er kommt ja auch aus der Beraterbranche, die diese Art der Sprache perfektioniert hat. Und damit blieb er nie fassbar. Er war immer so ein Pudding mit seinen Aussagen, den man an die Wand nageln wollte, aber das gelang nie. Sodass er nicht glaubwürdig bleibt, weil es sind auch viele Momente, die gegen ihn sprechen. Zum Beispiel, er hat auch von den Geldern, die rausgeschleust wurden, am Ende von Wirecard profitiert. 100 Millionen wurden rausgeschleust über eine Firma OCAP. 35 Millionen Euro landeten dann wieder bei ihm davon. Er war derjenige, der 17 Stunden am Tag gearbeitet haben will, aber gleichzeitig nicht mitbekommen hat, dass rund 2 Milliarden Euro aus seinem Konzern geschleust wurden. Dann haben wir die Berichte des Insolvenzverwalters, der sagt, dass aus diesem Drittpartnergeschäft, da sieht er gar nichts. Er sieht keinerlei Geschäftstätigkeiten in diesem Drittpartnergeschäft. Und das müsste sich ja niederschlagen. Korrespondenz mit Kunden, in der Insolvenz Nachfragen von Kunden, was passiert jetzt mit unserer Vertragsverhältnis und so weiter. Und nichts davon hat der Insolvenzverwalter, obwohl Wirecard Tausende von Kunden gehabt haben will und Tausende von Geschäftsvorfällen. Und der Insolvenzverwalter findet keinen einzigen Unterlage, Kommunikation zu diesen Geschäftsvorfällen. Also die Grundbehauptung von Markus Braun, zu sagen, das Drittpartnergeschäft habe es gegeben, die steht auf dermaßen tönernen Füßen, dass der ganze Rest, den er sich dahinter aufbaut, auch zusammenfallen wird. Eine andere dubiose Figur in diesem ganzen Konstrukt ist ja Jan Masalek. Das ist ebenfalls ein Mitglied der Geschäftsführung, der als Strippenzieher gilt, der aber auf der Flucht ist, voraussichtlich in Russland untergekommen ist. Weiß man etwas Näheres über die Verbindungen und wo er sich in der Tat möglicherweise im Moment aufhält? Also Herr Masalek oder Herr Braun nennt ihn Herrn Marschalek. Wir rätseln ja noch immer alle, wie man ihn denn nun ausspricht. Aber Herr Braun, der mit ihm jetzt über 22 Jahre zusammengearbeitet hat, sagt Marschalek, also Herr Marschalek ab jetzt für uns. Herr Marschalek ist wohl ziemlich sicher in Russland, dort unter den Augen und Schwingen des russischen Geheimdienstes, FSB, GRU, also vielleicht Militärgeheimdienst, wir wissen es nicht, aber ziemlich sicher ist, er ist in Russland und dort in der Obhut der russischen Dienste. Warum? Natürlich war Wirecard eine Organisation, die für die Geheimdienste insgesamt sehr interessant war. Das wissen wir schon aus dem Untersuchungsausschuss. Auch die Amerikaner sollen an Wirecard dran gewesen sein, auch der BND und der russische Geheimdienst deswegen auch. Und Masalek hat sich dann wahrscheinlich zu den Russen geflüchtet und verkauft dort nun sicherlich sein Know-how gewinnbringend für weitere Hacks, Betrügereien und sonstige Aktionen der russischen Geheimdienste. Ich habe schon gesagt, rund 20 Milliarden Euro haben die Anleger verloren. In einem anderen Verfahren, das bereits abgeschlossen ist, wurde bereits entschieden, dass sie eigentlich keine Entschädigung bekommen sollen. Heißt das, dass sie tatsächlich völlig leer ausgehen? Ja, das Verfahren, auf welches Sie ansprechen, ist die Klage gegen die BaFin. Da gibt es eine Sondervorschrift im FinDAG, die sagt, dass man keine Schadensersatzansprüche wirklich haben kann gegen die BaFin. Das ist so eine Sondervorschrift, die sehr untypisch ist, eigentlich völlig systemwidrig. Und das ist Grundlage für dieses klagabweisende Urteil. Es laufen weitere Schadensersatzprozesse, zum Beispiel gegen den Abschlussprüfer Ernst & Young, gegen den Wirtschaftsprüfer. Dort gibt es ein Riesenverfahren, wird es geben, vor dem Landgericht München. Ich selber vertrete da auch einige Klagen. Und wir sind hier der Ansicht, dass die Anleger sehr gute Aussicht haben, gegen Ernst & Young Schadensersatzprozesse zu gewinnen. Und das wird wahrscheinlich am Ende der einzige Weg sein, wie man noch zu Geld kommen kann. Denn klar ist, Schadensersatzprozesse gegen Markus Braun oder auch gegen Oliver Bellenhaus, den Kronzeugen, die mag man gewinnen, aber bei den beiden ist zu wenig Haftungsmasse da für diese riesige Summe an Ansprüchen. Das Gleiche gilt auch natürlich für Wirecard, welche in der Insolvenz ist.
Einschätzung zum Wirecard-Prozess von Dr. Marc Liebscher von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, selber Rechtsanwalt. Und er schaut sehr deutlich und sehr genau auf diesen Prozessverlauf. Herzlichen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren und uns diese Einschätzung, diesen Einblicke gegeben haben. Ja, da bleibt uns zum Schluss noch der Blick auf den deutschen Aktienindex und auf die Entwicklung an den Finanzmärkten. Schauen wir zunächst einmal, wie die Auslandsmärkte geschlossen haben, insbesondere in den USA, aber auch in Fernost sind überwiegend Minuszeichen, lediglich der Nasdaq-Index mit einem leichten Plus. In Asien in der Tat auch überwiegend Minuszeichen, in Shanghai, Hongkong und Tokio überall Verluste. Und wir schauen, was der deutsche Aktienindex daraus gemacht hat, der sich ja seit ein paar Tagen schon relativ schwach bewegt. Das Börsenbarometer aktuell bei 15.470 Punkten. Das sind immerhin 70 Punkte mehr als gestern. Also die Anleger haben sich von diesen schlechten Vorgaben nicht beeindrucken lassen. Das war es von uns hier am Morgen. Schön, dass Sie dabei waren. Danke für Ihr Interesse und wenn Sie mögen, dann gerne morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.